kopfüber hinein ins kühle Nass. Oder auch nicht. Kein Wasser im Becken, Schwimmbad dicht. In immer mehr Orten ist das der Fall. Laut DLRG schließt alle 4 Tage ein Schwimmbad. Wenn Geld für Reparaturen fehlt, könnte Unterstützung vom Bund helfen. Es gibt einen Sondertopf, aber es ist nicht genug für alle da. Das Programm mit diesen zahlreichen Interessenbekundungen ist 13-fach überzeichnet. Und insofern konnten nicht alle Projektvorschläge eine Förderung erhalten. Weniger Schwimmbäder, weniger Schwimmunterricht und damit mehr Menschen, die gar nicht oder nicht besonders gut schwimmen können. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 504 Menschen ertrunken, fast 25% mehr als im Jahr zuvor. Doppelt tragisch, die meisten Todesfälle ereignen sich in Flüssen, Seen und im Meer. Schwimmbäder sind also nicht nur Orte zum Schwimmen lernen, sondern auch noch besonders sichere Schwimmstellen für Schwimmer und die, die es mal werden wollen.